Hey liebe YouTuber, ich bin's, eure Gaming-Kati und in dem Video möchte ich euch natürlich zeigen oder auch sagen, wie man am schnellsten Stadtverschönerungen bekommt. Ich muss sagen, der Trick ist eigentlich ganz okay. Viele haben ihn vielleicht schon gehört oder haben schon etwas darüber gehört. Also, ihr braucht einen Taucheranzug, entweder leere Taschen oder ihr braucht volle Taschen, denn hier alles voller Blumen machen, kein Geld, damit die Leute von euch, wenn dieses Ping kommt, euch nicht fragen, hey, kauf doch was ab von mir oder wollen wir tauschen, weil mit Blumen funktioniert das halt nicht. Oder Werkzeuge könnt ihr eigentlich auch drinnen lassen. Oder eure Taschen sind ganz leer, aber dann könnt ihr euch wiederum Sachen geben. Ja, ich habe gehört, man muss mit seiner Figur erstmal ins Wasser springen oder gehen, ist total egal, wie ihr das macht. Hauptsache, ihr seid im Wasser. Ihr seid entweder in der linken unteren Ecke oder in der rechten unteren Ecke, sodass eure Stadt nicht mehr zu sehen ist, dort oben. Und ja, also hier kann man die doch sehen, bei mir. Und die ist gleich weg. Genau, so ist sie dann weg. Und jetzt warten wir entweder 10 Minuten. Oder wir machen das so lange, bis uns eine Qualle 3 bis 4 Mal gestochen hat. Und ja. So, jetzt sind bei mir so circa 2 Minuten vergangen und ich wurde insgesamt 4 Mal von der Qualle gestochen. Und ja, jetzt laufen wir mal um meine Stadt. Gesundheit. Ich wollte doch noch was sagen. Genau, ihr könnt auch nicht nur 10 Minuten im Wasser bleiben, es gehen auch 2 bis 3. Ich habe das jetzt noch nicht so ausprobiert. Und mal gucken, was die von uns wollen. Wenn die überhaupt was von mir wollen. Ja, hey, Regina wollte mich gerade ansprechen. Und ja, also manchmal wollen die etwas von euch, aber es muss nicht unbedingt eine Stadtverschönerung sein. So. Neulich meinte Yolanda, dass es an der Zeit wäre, etwas zu verändern. Der erste Schritt, eine neue Begrüßung. Fällt dir irgendetwas Peppiges ein? Nö, darauf habe ich jetzt keinen Bock. So, wenn sie euch zum Beispiel keine Stadtverschönerung so vorschlägt, man kann auch nur eine pro Tag halt bekommen. Und, dankeschön. Wenn das wieder nicht der Fall ist, geht ihr wieder ins Wasser, schwimmt nach hinten, wartet auf die Quallen oder wartet auch einfach nur so 5 Minuten oder so. Ich habe das jetzt auch ein paar Mal gemacht und ja. Endlich, nach all den, ja, nach all den Versuchen und all sowas. Und ja, ich habe einen neuen Spitznamen bekommen. Oh Mäuschen, ich hatte gestern eine Eingebung und weiß jetzt, was hier noch im Ort gebrochen ist. Ein Thermalbad fehlt uns. Okay. Du stimmst mir sicher zu, oder? Oder? Verzeihung. Es ist eben ein sehr wichtiges Thema. Ich bespreche das alles mit Melinda und mal auch und so. Ja, Mann, es hat endlich geklappt. Ich habe keine Ahnung, ich saß da wirklich dran an diesem Trick. Also ich würde ihn vielleicht nicht so wirklich empfehlen. Oder ich habe ihn einfach ein paar Mal falsch gemacht. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Tut mir leid wegen der Grafik. Abonnieren, falls ihr noch mehr Videos von mir sehen wollt. Ignorieren, wenn nicht. Gebt doch diesem Video einen Daumen nach oben, falls ihr es mal ausprobiert habt und es geklappt habt. Und ich gebe euch mal einfach so einen kleinen Tipp. Das klappt nicht immer. Also am meisten labern die euch zu wegen sonst was. Und ich habe vorhin auch versucht, also kurz bevor ich den Trick immer gemacht habe, habe ich immer mit allen Leuten gesprochen. Und dann bin ich nochmal rumgegangen und niemand, also bei ihr kam vorher dieses Blinken nicht. Dann habe ich ein paar Mal mit Regina gesprochen vorhin. Dann bin ich so an ihr vorbeigelaufen und dann kam wieder dieses Blinken auf einmal und dann kam das auf einmal. Also es ist auch, das dauert wirklich lange manchmal. Vielleicht klappt es auch gleich beim ersten Versuch. Und ja, wir sehen uns und dann sag ich mal ciao.